Bei der 31. Auflage des Grand Prix Südkärnten in Völkermarkt warten drückende Hitze und eine Streckenlänge von fast 200 Kilometern auf die 120 Radsportler aus Österreich und weiteren 10 Nationen. Vor dem Rennen hat sich Harry Müllner wieder im Fahrerlager der österreichischen Teams umgehört und für uns einige Stimmen gesammelt. Ricardo Zeudl, der letzte Sieg in der Bundesliga war das Bergrennen in Dirks. Hier in Völkermarkt sind die Voraussetzungen bei diesem längsten Straßenrennen in Österreich völlig anders. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, auch hier erfolgreich zu bleiben? Ja, es wird mal sicher schwieriger als beim Bergrennen. Und ja, ich glaube, wir haben zwei, drei Leute, speziell auch der Luki Schlemmer, der was im Cup noch dritt ist. Schauen wir, dass wir das festigen. Und ja, ich werde halt einfach auf alle Fälle Höferdienste machen, wenn wir Spaß haben. Und mein Cup-Scheiß schaut sehr ganz gut aus und ja, einfach genießen halt. Helmut Rettwer war im Vorjahr hier in Völkermarkt schon Zweiter. Was darf man sich bei Ihnen heute erwarten? Ja, von mir darf man sich heute nicht viel erwarten. Ich war bis Mittwoch noch im Krankenhaus, bin blöd auf die Nase gefallen, die Nase ist gebrochen. Aber da der Sebastian Ballauf gestern gut gefahren ist, ist der nicht weit hinter mir und hat auch immer noch Chancen auf die Gesamtwertung in der Bundesliga. Und dann werden wir halt ein bisschen für den Sebastian fahren und schauen, was geht. Was ist das Kriterium bei diesem Rennen? Ja, die Länge und heute die Hitze. Es ist nicht wirklich schwer, aber nicht wirklich leicht. Es kann eine Gruppe gehen, kann aber ein Sprint werden. Ja, man weiß es nicht, was kommt. Ein Mountainbike-Weltklasse-Fahrer mischt sich unter die Straßenfahrer. Was ist der Grund, Daniel Federspiel, dass Sie sich heute diese knapp 200 Kilometer hier in Völkermarkt geben wollen? Ja, ich bin jetzt heute schon ein paar Straßenrennen gefahren und da habe ich echt gesehen, dass mir das taugt und auch zum Teil richtig gut entgegenkommt. Jetzt habe ich mir gedacht, so am Ende vor der Saison passen die Straßenrennen noch gut rein und jetzt schaue ich mir das heute einmal an. Julian Gruber, die Mannschaft MyBike Stevens, ex-Amplatz, heute nur mehr durch Sie vertreten. Wo ist denn der Rest der Truppe unterwegs? Ja genau, die anderen von den Ungarn, die Tour of Hungary, 2.1 Rundfahrt, sind mit 7 Mann am Start. Und leider haben wir zwei Verletzungen durch den Peter Kruster und durch den Martin Mugerli, der was nicht mehr mit Knieproblemen hat. Und jetzt bin ich das Einzige da am Start. Ja. Was rechnen Sie sich da aus? Ja, ich schaue, dass ich so gut wie möglich den Verein präsentiere, vielleicht die Spitzengruppe erwische und sonst ein bisschen viel verstecken oder auf ein gutes Endergebnis schauen. Ja. Die oberösterreichische Mannschaft Rinkhof Advarix hat heuer in der Bundesliga leider noch keinen Podestplatz errungen. Dominik, könnte sich das heute vielleicht ändern, diese Serie? Ja, ich denke, wir haben eine ganz gute Mannschaft am Start. Es sind einige in Topform und werden unser Bestes geben, dass wir da heute einmal eine Podiumsplatzierung rausfahren. Sie sind ja schon einige Male hier am Start gewesen. Was macht dieses Rennen so besonders oder so besonders schwer? Naja, es ist erstens einmal ziemlich heiß heute. Dann ist, glaube ich, das längste Rennen von der Bundesliga mit knapp 200 Kilometern und eigentlich die Länge macht es dann schwierig. Moran Vermeulen ist eigentlich nordischer Kombinierer und da kann man ruhig sagen Weltklasse. Ein Mann mit holländischen Wurzeln, der aber schon praktisch in der Steiermark vollkommen integriert ist, fährt für ein Tiroler Team. Wo fühlen Sie sich eigentlich mehr zu Hause, im Winter oder im Sommer? Ich muss sagen, bis vor zwei Jahren war ich im Winter mehr zu Hause, aber jetzt sind wir schon im Sommer mehr zu Hause. Ich meine, es fängt schon damit an, dass ich als Langläufer bzw. als Kombinierer sind wir Trainingslager in die Kötten gefahren und jetzt fahre ich Trainingslager in die Wärme, also das taugt mir schon mehr. Ihr Bruder fährt ja in Graz Rennen, treffen Sie sich da öfters? Oder? Ja, genau, also geplant war eigentlich, dass wir sie heute treffen, nur die steckt nur in Italien fest, weil ja noch Busse hinwandern jetzt bei einem Rennen. Aber heute auf Nacht ziehen wieder. Alles Gute für heute, gell? Danke. Patrick Jäger, in Völkermarkt erwartet man immer ein sehr schnelles Rennen auf einem doch weitgehend flachen Kurs. Ist das etwas für Sie? Ja, ich denke, der Kurs liegt mir sehr gut. Jetzt schauen wir mal, wir sind nur mit 4 Leuten hier. Daher sind die Grenzen ja, sehr groß. Und mal schauen, wir werden sehr auf die Welser Mannschaft schauen, wie die agieren werden. Und im Finale heißt es dann einfach reinhalten. Um 12.05 Uhr startet das 120-Fahrer-starke Feld auf den 24,2 Kilometer langen Rundkurs rund um den Völkermarkter Stausee. Insgesamt beträgt die Streckenlänge 193,6 Kilometer. In der ersten Runde versuchen einige Sportler mit Ausreißversuchen bereits ihr Glück. Sie bleiben jedoch erfolglos. Somit fährt das Feld auch geschlossen nach der ersten Runde über den Völkermarkter Stadtplatz.
Der Kroate Josip Rumac von Adria Mobil enteilt kurz danach seinen Begleitern. Im Feld bleibt man indes aber passiv. Niemand sieht hier Handlungsbedarf. So kann der mehrfache kroatische Straßenmeister sogar bis zu 6 Minuten Vorsprung auf das Feld herausfahren. Lukas Stoiber von Union Raiffeisen Radteam Tirol und Matteo Baseccio von Work Service Videa nehmen die Verfolgung auf, können jedoch aufgrund der riesigen Lücke nicht zum Ausreißer aufschließen. Die Rundenzeit liegt jetzt bei 37 Minuten. In der fünften Runde allerdings wird es dem Feld zu bunt. Es erhöht das Tempo deutlich. Der Ausflug der beiden Verfolger ist damit auch schnell Geschichte. Und sogar der Vorsprung des Kroaten beginnt sehr zügig zu schrumpfen. Wie so oft im Radsport scheint das Feld mit dem Ausreißer Katz und Maus zu spielen. Rumac liegt am Ende der fünften Runde nur noch 3:15 vor dem Feld. Die Rundenzeit der großen Verfolgergruppe beträgt nun knappe 34 Minuten. Sie sind also um mehr als 3 Minuten schneller geworden. In der sechsten Runde, also nach 120 Kilometern, geschieht das Unvermeidbare. Der führende Kroate wird eingeholt und das Fahrerfeld rollt wieder geschlossen in Richtung Ziel. Vorne sorgt nun das Team Felbermayr-Simplon-Wels für hohes Tempo. Jeder Ausreißversuch wird dadurch sofort vereitelt. Sebastian Baldauf führt das Feld vor Ricardo Zeudel in die letzte Runde. Der Schnitt beträgt derzeit 44,86 km/h. Mit einer Rundenzeit von 32 Minuten ist die achte Runde sogar die schnellste des Grand Prix Südkärnten. Von den insgesamt 120 gestarteten Fahrern sind jetzt noch 80 Sportler im Rennen. Geschlossen geht es ein letztes Mal über die Stauseebrücke Richtung Zielanstieg. In den vergangenen 9 Jahren hat kein Österreicher dieses letzte verbliebene Kärntner Straßenrennen gewinnen können. Michael Pichler jubelte im Jahr 2009 über den Sieg in Völkermark. Dieses Mal aber könnte sich das Blatt wenden. Die Österreicher sind auf den letzten Metern super positioniert. Es geht um den Sieg des Grand Prix Südkärnten. Vorne sprinten nun Patrick Bosmann und Lukas Schlemmer um den Erfolg. Bosmann liegt hier noch knapp vorne, Schlemmer kommt aber heran. Rad an Rad fahren sie über die Ziellinie. Foto-Finish-Entscheidung in Völkermark. Was für ein Sprint! Eines der engsten Rennen in der langen Geschichte der österreichischen Radbundesliga. Und so bald steht hier auch kein Sieger fest. Nein, erst nach der Auswertung des Zielfotos kann der Sieger verkündet werden. Und das ist der 23-jährige Steirer Lukas Schlemmer vom Team Felbermayr-Simplon-Wels. Er gewinnt den Grand Prix Südkärnten. Und das Sensationelle an diesem Rennen, nach knapp 200 Kilometern und 4 Stunden 34 Minuten bei drückender Hitze im Sattel, entscheiden winzige 4 cm Vorsprung auf Bosmann diesen Sprint zugunsten von Lukas Schlemmer. Dritter wird Gaspar Katrasnik vom Team Adria Mobil. Die große Geschichte des Grand Prix Südkärnten haben aber die Herren Schlemmer und Bosmann geschrieben. Lukas Schlemmer! Knapper Sieger in einem äußerst spannenden Hitzerennen heute. Wie wichtig war denn dieser Erfolg und wie schwer war er für Sie heute? Ja, es war, für mich war es wichtig. Das Team hat heute auf mich gesetzt und ja, es war wichtig, dass ich ein Team erzählen habe können, dass es in mir steckt, dass ich das Rennen gewinnen kann und dass ich das fürs Team nach Hause bringe. Es war ein Foto-Finish, ein paar Zentimeter haben entschieden über Sieg und den zweiten Platz. Waren Sie sich sicher, dass Sie es gewonnen haben?
Ja, nachdem der Patrick gleich geschimpft hat nach dem Ziel, war ich mir sicher, dass es gereicht hat. Aber es war sehr knapp. Wie sieht der größte Erfolg oder zählt doch der Etappensieg in Polen heuer im Frühjahr mehr? Nein, der Etappensieg in Polen war sicher einer der größten Siege. Aber natürlich, das Rennen hat Tradition und das liegt mir und das wollte ich unbedingt einmal gewinnen. In zwei Rennen in Völkermark zweimal am Stocker. Patrick Bosmann zufrieden heute mit dem zweiten Platz, obwohl es sehr, sehr knapp war. Ja, es war sehr, sehr knapp. Ich habe bei der 200-Meter-Marke angetreten und ganz kurz vom Ziel ist mir der Lukas Schlemmer noch vorbeigefahren. Ist natürlich etwas ärgerlich, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem zweiten Platz. Es war heute ein kroatischer Rennfahrer, bis zu 6 Minuten draußen. Er hat eine weit über 100 Kilometer lange Solofahrt hingelegt. Hat sich das Feld jetzt, wenn man es im übertragenen Sinn sagen will, sozusagen im Schlafwagen bis ins Finish herangetastet? Ja, natürlich waren die ersten Runden jetzt relativ relaxed, kann man sagen, aber dann schon 3 Runden vor Schluss haben wir schon angefangen, unter anderem auch Wels hinten, den Berg hinauf da, dass wir da vielleicht das Feld ein wenig zerteilen und ja, also es war trotzdem kein leichtes Rennen, auch wenn nur ein Fahrer vorne war. Ricardo Zeudel, der dritte Gesamtsieg für Sie in der Rad-Bundesliga ist nur mehr theoretisch, wenn man so will, also zu verhindern. War das für Sie heute ganz wichtig, dass Sie sozusagen diesen dritten Gesamtsieg in die trockenen Tücher gelegt haben? Nein, heute im Gegenteil. Wie gesagt, wir haben für den Luke gearbeitet und für mich war das Ergebnis komplett scheißegal. Ich glaube, ich bin 30. oder 40. geworden, also ich bin ganz locker aufgefahren und ja, für uns primär war einfach der Luki heute und er hat das ganze Jahr super gearbeitet da und ja, bei solchen Rennen kann man die Teamkollegen schon etwas zurückgeben und mich freut sich sehr, dass sie dann so vollenden können. Bundesliga-Spitzenreiter nach 8 von 10 Rennen ist Ricardo Zeudel mit 1132 Punkten vor Lukas Schlemmer mit 889. Stefan Rabitsch liegt jetzt an der dritten Stelle, er hat 877 Zähler. Der führende Club in der Mannschaftswertung der ÖRV-Rad-Bundesliga ist Felbermayr Simplon Wels mit 140 Punkten vor Chrinkov Advarics mit 110 und der Mannschaft vor Arlberg Santik. Als nächstes Bundesliga-Rennen werden die Sportler am 15.09. am King of the Lake, dem Mannschaftszeitfahren rund um den Attersee, teilnehmen und am nächsten Tag schon das große Bundesliga-Finale bestreiten, das einmal mehr in Judendorf-Straßengel mit dem 20. Raiffeisen Grand Prix 2018 stattfindet. Bis dahin, auf Wiedersehen!